anstoßen, oder? Was ist hier los? Ich bin stolz auf euch. Prost. Prost. Hm? Prost. Freunde von dir? Ja, das sind Malte und Nico. Und das ist Ralf. Ralf ist der Autor und der Choreograf des heutigen Abends. Wirklich großartige Performance. Vielen Dank. Hat's euch gefallen, ja? Absolut, absolut. Dann verstehe ich nur nicht, warum ihr den ganzen Abend gelacht habt. Hm? Na, ihr seid doch die zwei aus der dritten Reihe, die zu spät gekommen sind, oder? Was ist denn los? Judika, du hast es vielleicht nicht gehört. Die beiden haben die ganze Zeit gelacht. Nee, das stimmt aber nicht. Also ich hab's ehrlich gesagt auch gehört. Also ich war so in meiner Rolle drin, ich habe ja gar nichts mitbekommen. Freunde, ich kann ja verstehen, wenn ihr vielleicht mit unserer Kunst nichts anfangen könnt. Weil wir vielleicht nicht so eine angepasste Mainstream-Scheiße machen. Ja? Aber ich frage mich, warum seid ihr denn hier? Julika hatte uns zwei Karten hinterlegt. Stimmt. Echt? Ach, tatsächlich, das wird ja immer besser. Ey. Also ihr lasst euch einladen, ihr kommt zu spät, ihr habt nicht mal 3 Euro für ein Ticket übrig und ihr verlacht unsere Premiere. Na wunderbar. Ralf. Ja, dann hoffe ich ja wenigstens, dass ihr euch fantastisch amüsiert habt. Ich komme jetzt hier auf. Also so schlimm war es nun auch wieder nicht. Und ich hatte bei einigen Passagen durchaus den Eindruck, dass es auch lustig gemeint war. Lustig? Lustig fand er das. Das ist jetzt interessant. Das musst du mir genauer erklären. Hey, was sind hier für komische Vibes in der Luft? Wir entspannen uns jetzt einfach und feiern. Warte. Das will ich jetzt wissen. Was genau fandst du lustig? Die Darstellung der Geburt zum Beispiel. Naja, du musst auch zugeben, dass das durchaus auch das Gebiet des Komischen streift. Also dann frage ich mich allen Ernstes, warum kommen wir nicht mit einem riesen Lacher auf die Welt, ha? Ja? Warum weinen und schreien wir dann, wenn wir geboren werden? Erklär's mir. Das hat mit der Befreiung der Atemwege zu tun. Mediziner oder was? Nee, das habe ich mal gelesen. Ich habe auch wirklich überhaupt nichts gegen euer Stück einzuwenden. Was ist so schlimm daran, wenn wir versuchen, mit unseren bescheidenen Mitteln ein bisschen frischen Wind in die Off-Theater-Szene zu bringen? Was? Wissen Sie, was mich im Physikunterricht immer am meisten beeindruckt hat, Herr Bunke? Wie bitte? Im Vakuum, da fällt eine Feder genauso schnell bergab wie ein Stein. Einfach so. Tja, und in der Marktwirtschaft, da gibt's kein Vakuum. Verstehen Sie? Da ist die Feder manchmal schneller als der Stein. Wissen Sie, unsere Firma ist ja ein Traditionsunternehmen. Wir würden ganz gern für die Wochenendbeilage ein Feature machen über den Megapark. Ein was? Ein Text. Ach so. Also, ich habe eigentlich noch ein paar Fragen an Sie. Herr Kleinert hat sie schon angekündigt. Ja, ich schau mal kurz, ob ich das jetzt aufgezeichnet habe. Herr Kleinert meinte, dass Sie praktisch der Sonderbeauftragte sind von der Stadt für den Megapark. Mhm. Und wie ist da so die Zusammenarbeit? Er hat auf Mallorca versucht, mich absaufen zu lassen. Ich war schneller und seitdem arbeiten wir prächtig zusammen. Das kann ich ja jetzt schlecht schreiben. Wieso? Sind Journalisten nicht der Wahrheit verpflichtet? Ganz einen Moment, ich schau mal kurz, ob ich das jetzt aufgezeichnet habe. Es gibt überhaupt keine Probleme. Ich bin nicht gekündigt. Ich bin zwangs... Also ich meine, ich bin versetzt worden. Ich mach das doch alles für uns. Was soll das jetzt? Was heißt getrennt? Wir sind doch zusammen. Moment, Melanie, ich muss dich wegmakeln. Ich hab noch einen Anruf. Moment. Der Wuppertaler Sparkasse habe ich gefaxt. Um 17 Uhr haben sie ihr Geld. Natürlich. Was wollen die denn jetzt? Guten Tag, Einwohnermeldeamt. Arno mein Name. Zimmer 107. Was denn noch? Seit 1988 wohnen auch hier nach meinen Informationen Kriemelt und Hagen. Die sind verreist! Sie sind doch der Schwerbehinderte? Sind Sie behindert? Wissen Sie eigentlich, was ich für Probleme habe? Ja. Ich habe 40.000 Euro Schulden bei der Wuppertaler Stadtsparkasse. Komm rein. Du lächelst. Das gefällt mir. Willst du was trinken? Prost.
Setz dich zu mir. Warum verkaufst du deine Jungfräulichkeit? Hm? Ich bin in Schwierigkeiten geraten und brauche viel Geld. Schnell und alles auf einmal. Und dann kam deine liebe Schwester auf die sehr, sehr gute Idee, dich zu mir zu schicken. Einfach genial. Tja. Alles hat seinen Preis, oder? Wirklich alles. Nichts ist heilig. Du hast es auch wirklich gut überlegt. Ich meine, du weißt, die Zeit kannst du nie zurückschrauben. Was passiert ist, ist passiert. Es ist das erste und letzte Mal. Tja, zweimal kannst du deine Jungfräulichkeit wohl auch kaum verkaufen. Hm? Weißt du eigentlich, wie viele Prostituierte sich da draußen sagen, das ist das erste und letzte Mal? Aber es ist nie das erste und letzte Mal. Komm rüber. Ich habe ein bisschen nachgeholfen. Hey, du brauchst nicht schüchtern sein. Du bist ein wunderschönes, selbstbewusstes Mädchen. Komm zu mir. Was ist das für ein Parfum, was du da trägst? Komm, zieh dich aus. Gott. Du bist wirklich ein unglaubliches Mädchen. Fast wie eine Fata Morgana. Hey, dreh dich um die eigene Achse. Ich will alles sehen. Kann ich jetzt bitte mein Geld haben? Ich hab kein Geld. Was? Nein. Bitte nicht. Ich musste mir diesen Traum erfüllen. Musste das tun. Bitte. Ich brauche das Geld. Es tut mir leid, ich bin pleite. Ja. Ja, lass es raus. Lass alles raus. Halt deine Fresse, halt deine beschissene Fresse. Weißt du eigentlich, was du mir angetan hast? Weißt du das? Weißt du, was ihr mir angetan habt, ihr Drecksnutten? Wisst ihr das? Ich bin keine Nutte. Das Internet hat mich ins frühe Grab gebracht. Verstehst du das? Nur Ärsche. Titten, Ärsche, Titten, Ärsche. Überall. Was hab ich damit zu tun? Ich hatte eine Frau. Ich hatte alles. Kennst du Ted Bundy? Ihn haben Pornohefte verrückt gemacht. Dann haben sie ihn zum Serienmörder gemacht. Und schließlich landet er auf den elektrischen Stuhl. Einfach deine beschissene Fresse, du blöder Wichser. Jeder entscheidet selbst, welchen Weg er geht.
Ich habe entschieden, mich für Geld ficken zu lassen und jetzt will ich sofort mein Geld haben! Das tut mir leid, aber manche haben eben Pech und manche haben Glück. Ich bring dich um! Ich bring dich richtig um! Herrenklo ist zurzeit verstopft. Hey! Bist du bescheuert oder was? Du hast meine Schwester angefingert! Спокойно, все нормально. Halt die Fresse, Ruski! Leg das da sofort wieder hin! Und dir! Alter, jetzt zurück! Das war Holgers 20 Ende! Du! Ich werde dich fertig machen! Du fickst da auf! Ach, Quatsch! Ein 20-Ender, verstehst du, Verena? Das findest du heute gar nicht mehr. Sowas läuft heute gar nicht mehr rum. Keine Chance! Letztes Jahr, ne? Da haben sie einen 16-Ender geschossen. Das war der Hammer! Ein 20-Ender. Selbst ein 12-Ender. Ist schon was Besonderes heute. Diese scheiß Qualmerei die ganze Zeit. Ey, wo gehst du hin? Nach oben. Weißt du eigentlich, dass du einen fetten Arsch hast? Weißt du das? Da kannst du so viel rauchen, wie du willst. Du bist so fett. Du sollst mal richtig arbeiten, sollst du. Das würde dir gut tun. Wer hätte das gedacht? Gestern bin ich endlich los. Raus. Allein, nur mit mir. Mir gibt es keine Menschen, keinen Stress, keine Ablenkung. Stille. Absolute Ruhe. Auf meinen Erkundungsrouten entdecke ich immer wieder neue Pflanzen. Diese kalten Steine sind voller Leben. Ja. Seit 4 Tagen bin ich jetzt hier. Ganz allein. So ein unglaubliches Lebensgefühl. Hier ist aber bestimmt seit 100, 150, 200 Jahren niemand gewesen. Ich muss euch was zeigen, was Unglaubliches sie noch nie gesehen hat.